Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bausimulator. Weiter geht es bei dem Bau vom Kontrollzentrum. Und wir müssen als nächsten Schritt Material ein bisschen verteilen. Und was eignet sich da besser als hier dieser Teleskoplader? Den werden wir also in dieser Folge wieder fleißig benutzen, damit wir nicht die ganze Zeit im Kran sitzen. Und ja, ich würde sagen, damit wir aber jetzt auch nicht im Dunkeln arbeiten müssen, gehen wir einfach bis zum nächsten Morgen. Dann schalten wir das Licht aus dem Teleskoplader und dann geht's auch schon los mit Material verteilen, würde ich sagen. Abblendlicht gerade mal aus, brauchen wir nicht mehr, ist hell genug. Und dann fahren wir ein bisschen mit dem Ding hier durch die Gegend und ich sehe gerade, ich sollte vielleicht die Walze da wegfahren, weil dann kann ich da hinten durch. Aber naja, gut, fangen wir erstmal hier an auf der Seite, würde ich sagen, können wir dann immer noch umparken. Und genau, da hinten haben wir die ganzen Materialien liegen, gerade auf der anderen Seite von den Bereichen, wo wir die Materialien hinlegen sollen. Was brauchen wir denn da alles? Wir brauchen also Bewährungsgitter. Wir brauchen Palette Betonschale. Gut, die würde ich jetzt, glaube ich, zuerst mal aufnehmen, damit wir da hinten dann besser drankommen. Beziehungsweise, ja, eigentlich ist es auch komplett Wurst. Wir kommen schon überall dran. Und ja, ich muss noch ein bisschen, glaube ich, die Gabel runterlassen. Und ich gehe gerade dafür mal in die Ego-Perspektive. Genau, nehmen wir die erste Portion mal auf. Und ja, da rechts lang kann ich jetzt nicht so wirklich fahren. Aber wir fahren trotzdem da lang. Dann packe ich nämlich gleich mal die Erdbauwalze um. Und dann können wir da hinten ganz entspannt und gechillt vorbeifahren. Normalerweise müsste man aber auch so vorbeikommen, oder? Ja, mit ein bisschen Gefühl kommt man da auch vorbei. Sehr schön. Gut, wir müssen jetzt einmal rumdrehen. Und wenn es geht, nicht gegen die Säule fahren. Das wäre schon echt eine gute Aktion. Und genau, wir können jetzt das Material... Ups, gerade mal kurz den Kopf verrenkt. Wir können hier das Material direkt mal ablegen, genau. Ja, wie viel Prozent haben wir denn eigentlich beim insgesamten Bau? Da sind wir bei 17 Prozent, okay. Ja, gut, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, so lange bauen wir noch gar nicht hier an diesem Projekt rum. Ich habe jetzt ungefähr eine Woche, glaube ich, dieses Spiel nicht mehr gespielt. Das heißt, ich muss da sowieso erstmal wieder gucken, wie weit waren wir überhaupt, was haben wir überhaupt gemacht und was steht dann alles noch aus? Also was auf jeden Fall als nächstes dann aussteht, würde ich sagen, ist Wände betonieren. Ja, wir haben hier die ganzen Betonschalungsteile, die wir jetzt gerade verteilen. Man sieht auch überall schon die Stahlteile rausstehen vom Boden quasi. Das heißt, da wird dann eine Wand noch gezogen und so weiter und so fort. Also da haben wir auf jeden Fall, ja, im nächsten Schritt ein bisschen was zu betonieren, so wie es aussieht. So, wir hatten hier auch, glaube ich, die große Betonpumpe, oder? Genau, da steht noch der Micha rum und die Betonpumpe steht da hinten. Alles klar. Gut. Dann haben wir schon mal so einen halben Plan, was jetzt alles so ansteht und das Material wird gerade nicht akzeptiert. Heben wir einfach nochmal raus und senken wir nochmal neu ab. Und zack, platziert. Genau, und dann fahren wir wieder zurück. Haben wir noch eine Palette Betonschalung und dann müssen wir die anderen Teile noch verteilen. Genau, wir haben hier noch die Deckenelemente, das heißt Wände betonieren, Deckenteile platzieren und Decke dann betonieren, gehe ich mal davon aus. So, jetzt würde ich sagen, nehmen wir hier gerade mal dieses schöne Paketchen. Und fahren das noch an die Position. Jo, ich war eben gerade vor der Aufnahme, kann ich ein bisschen was erzählen. Da war ich Feuerwerkskörper einkaufen. Es ist ja Wahnsinn, was da los ist, oder? Es ist Wahnsinn, was da immer los ist jedes Jahr. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Erste, der da irgendwie in die Geschäfte reinrennt und ja, ich brauche jetzt Feuerwerkskörper, her damit, her damit, her damit, ich stoße euch alle weg. Hauptsache, ich krieg was. Nee, ich bin jetzt kurz vor 12, am Donnerstag, quasi am 28.12. mal einkaufen gefahren, hab mir gedacht, komm, guckst du mal, was noch alles so da ist. Und es ist krass, dass einfach fast alles leer war. Es ist einfach fast alles leer gewesen bei den Geschäften. Meine kleine Schwester war auch unterwegs und die hat auch ein bisschen geschaut. Ich meine, klar, die darf es noch nicht kaufen und so weiter, aber sie wollte trotzdem einfach gucken, weil sie gerade in der Nähe war und hat mal geguckt, ob sie irgendwas Kleines findet, was sie einkaufen darf. Und es ist einfach heftig. Die hat auch gesagt, es ist kaum noch was da. Schon alles irgendwie ausverkauft und das schon vormittags quasi. Es ist Wahnsinn. Okay, die Palette kommt hier nicht hin. Ist jedes Jahr wieder so ein bisschen schockierend. Und ich habe auch wieder so ein Mitarbeitergespräch mitbekommen. Da haben sie auch wieder gesagt, das ist Wahnsinn. Die haben den Mitarbeitern anscheinend wieder das ganze Zeug vom Wagen gerissen. Und es ist jedes Jahr irgendwie aufs Neue verrückt. Und irgendwie lernen es die Leute auch nicht, dass es so kacke ist, was sie machen. Naja, die tun immer die Mitarbeiter so ein bisschen leid, die dann schockiert ja, zurückgelassen werden. Naja, jedes Jahr irgendwie das Gleiche und ich verstehe es halt nicht, warum man da so heiß drauf ist, beziehungsweise so verrückt danach ist, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, den Mitarbeitern alles von der Palette reißen muss, die gerade eigentlich wieder auffüllen wollen und so weiter. Naja, die Mitarbeiter sind ja meist schon darauf vorbereitet, die wissen ja, wie das mittlerweile abgeht, aber ich wette mit euch, dass man auch heute wieder auf TikTok ganz viele Videos sieht, wie irgendwelche verrückten Leute in die Geschäfte reinstürmen, wahrscheinlich sich gegenseitig wieder wegschubsen und
Einfach nur crazy. Komplett verrückt. Jedes Jahr aufs Neue. Naja. Ich habe jetzt einfach das mitgenommen, was halt noch übrig war. Ein bisschen was. Ein paar Raketen und ein bisschen Kleinkram, damit wir nicht in 2 Sekunden fertig sind an Silvester. Ist aber alles nichts Besonderes. Aber ist auch wurscht. Ich habe mir noch so eine kleine, ja nicht Disco-Kugel mitgenommen, sondern ja, so eine kleine drehende Kugel mit farbigen Fenstern quasi. Und dann kannst du so ein paar bunte Lichter irgendwie an die Wände dran ballern. Ja, also da so ein bisschen Party-Atmosphäre quasi in der Wohnung. Und da hatten wir noch so ein LED-Licht mitgenommen, was auch noch so ein bisschen leuchtet. Das war's. Ganz unspektakulär. Aber trotzdem schön. So, ich brauche noch ein Paket Deckenelemente. Dann nehmen wir doch einfach gerade mal das hier mit. Ah, das bringen wir jetzt direkt mal an die Position, wo es hin muss. Und dann können wir schon bei der anderen Seite Baumaterialien auspacken. Und los geht's. Immer schön Vollbremsung machen und dabei einlenken. Dann rutscht man so schön um die Kurve. Hallo? Hilfe? Ich krieg die Gabel nicht raus jetzt. Okay, Baumaterialien auspacken, kriegen wir hin. Drüben müssen wir anfangen. Das wird dann wohl so sein, dass das hier alles Wand wird. Ja. Heißt, wir müssen jetzt wieder mit unserer Betonpumpe uns einigermaßen gut platzieren. Wir haben hier die große Betonpumpe extra für geholt für diesen Auftrag, damit wir hier gut vorankommen. Und ja, ich glaube, die ist einfach dafür am besten geeignet. So, wir brauchen hier aber auch gerade kein Abblendlicht an dem Fahrzeug. Ja, da haben wir echt genug zu betonieren. Mal gucken, wie oft wir den Micha auffüllen müssen. Das Problem ist jetzt gerade nur, ich muss mal gucken. Ja, ich glaube, wenn wir so stehen bleiben, ist okay. Ich muss eh den Micha umparken, weil ich kann nicht an den Micha ranfahren. Sagen wir es mal so. Die Pumpe geht nämlich ja ein bisschen weit nach hinten und da komme ich eh nicht an den Micha dran. Das heißt, ich müsste da eh umparken. Deswegen ist es wurscht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt den Modus wechseln und dann mal den ganzen Ausleger ein bisschen nach oben fahren. So ungefähr. Dann können wir auch gleich die Klappe öffnen. Und dann fahre ich mit dem Micha da jetzt hinten dran und dann feuerfrei. Feuerfrei, los geht's. So, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Und müsste passen. Gut. Wir leeren mal kurz und befüllen mal neu, weil die war jetzt fast leer. Und bevor ich jetzt einsteige, kurz starte, direkt wieder aussteigen, wieder umsteigen muss, machen wir es einfach mal auf die Art und Weise. Dann sagen wir jetzt hier Gießen an. Dann fällt alles in den Auffangbehälter und dann aktivieren wir die Pumpe, beziehungsweise bringen die erstmal schön auf Position. Und dann kann es losgehen. Ich hoffe, wir kommen überall dran. Ganz hinten kann es eng werden. Ganz hinten kann es eng werden. Naja, wir probieren es. Wir probieren es. Notfalls müssen wir halt umparken oder holen doch noch den Kübel dazu. Aber ich glaube, hier so große, hohe Wände mit dem Kübel auffüllen, ich glaube, das dauert Jahre. Das musst du wahrscheinlich alle 2 Sekunden nachfüllen. Ich denke mal, dass wir auch den Betonmischer jetzt alle paar Sekunden nachfüllen müssen. Boah, ich habe die Reichweite von dieser Betonpumpe wieder ein bisschen falsch eingeschätzt. Nice, sehr gut. Also, boah, was war das? Also gut, wir können jetzt hier anfangen mit dem Gießen. Erstmal alles daneben. Ja, lassen wir alles mal rein plätschern. Jawohl, das füllt sich ganz gut. Dann würde ich jetzt gerne... Ich komme gerade nicht weiter rüber. Ich habe die Betonpumpe nämlich ein bisschen blöd ausgefahren. Ist egal. Dann machen wir erstmal die Wand hier weiter.
Ja, trotz viel Spielerfahrung hat man ab und zu noch so ein bisschen Probleme mit der Bedienung von der Betonpumpe. Mit den ganzen Knicken, die drin hat. Aber gut, wir kriegen das schon hin, auf jeden Fall. So, das sieht doch schon mal gut aus. Und da ist schon das erste Mal der Micha leer. Das geht so rasend schnell, wenn man halt bedenkt, jede Ladung kostet 20.000, ist richtig heftig eigentlich. Aber ja, wie gesagt, wir haben... Am Anfang hatten wir echt finanzielle Nöte, weil ich da ein bisschen viel Fahrzeuge gekauft hatte. Mittlerweile ist es ja kein Thema mehr, brauchen wir auf sowas nicht mehr so wirklich achten. Aber am Anfang hatten wir echt Probleme. Aber das war so schnell dann behoben, dieses Problem. Einmal ein Fahrzeug verkauft, zack, bumm. Erste Zwischenzahlung vom ersten Projekt und schon reich. So, wir sind bei 23%. Gerade ein bisschen Problem mit der Betonpumpe wieder. Jetzt passt wieder. 23%, genau. Wände gießen sind wir bei 45%. Also haben wir fast die Hälfte. So, ich würde das jetzt gerne hier einfach an der Ecke genau platzieren. Dann müsste das eigentlich komplett auffüllen. Jawohl, haben wir 51%. Schalten wir das Gießen gerade mal ab. Genau, da haben wir den Part soweit gefüllt. Hier vorne noch nicht so ganz. Ja, da müssen wir noch mal ein bisschen nacharbeiten. Aber ansonsten, Hälfte vom Gebäude haben wir fast. Laut den Prozenten haben wir schon die Hälfte. Passt also. Gut, Gießen an. Los geht's. Und schon das nächste Mal der Michael wieder all. Eieiei. Rasend schnell. Er hat gerade die Wände so ein bisschen komisch gefüllt, aber... Ja, wird schon. So, ich würde es gerne hier richtig voll machen. Super, dann schalten wir gerade mal aus. Schwenken mal rüber. Und dann geht es direkt hier vorne weiter. So, schön platziert. Einmal gießen wieder an. Weiter geht's. Könnt ja gerade eigentlich mal aussteigen und mal ein Foto machen, bevor ich das wieder vergesse und habe gegen Ende dann wieder kein Foto parat. Machen wir das einfach mal ganz, ganz schnell. Geht ja immer rasend, ich beeile mich ja immer. So, genau. Ja, man sieht leider gerade die Rundumleuchten nicht wirklich blinken. Jetzt sieht man sie wieder. Naja, kommt immer so ein bisschen auf den Blickwinkel drauf an. Ich glaube aber, dass wir gar nicht mehr so arg viel bei dem Gebäude zu tun haben. Ich meine, klar, noch ganz, ganz viele Betonierarbeiten, ganz logisch, ja, die Decken noch betonieren und so weiter. Aber so hoch ist das Kontrollzentrum eigentlich gar nicht. Ich glaube, da kommt jetzt nochmal so ein Stockwerk quasi oben drauf, so ein hohes. Und ja, ein paar komische Formen werden da noch dran gebaut und dann war es das eigentlich. Ich weiß nicht, was da noch alles folgt. Keine Ahnung. Ups, der Nupsi ist ein bisschen daneben. Ja, das war's. Dann haben wir die Ebene. Oh, da lauter Aufzugsschächte. Ich habe da gerade lauter Aufzugsschächte gesehen. Finde ich cool. Muss ich umparken? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wir schalten hier gerade mal das Gießen ab. Ups. So, Gießen aus. Ah, da müssen wir in den Kran springen. Fertigwandelement Beton. Okay. Ich sehe da jetzt erstmal nur die Aufzugsschächte. Ob da noch irgendwas auftaucht.
Müssen die überhaupt hin? Ah, okay. Hier zwei, da hinten zwei Stück. Ah, alles klar. Aber ist schon ein bisschen faul, oder? Wenn du ein gar nicht so hohes Gebäude hast, aber hast Aufzugsschächte. Muss ja sagen, ich laufe eigentlich lieber Treppen als Aufzug zu fahren. Ich meine, klar, ab und zu bleibt einiges anderes übrig, aber wenn ich jetzt nur so ein Stockwerk irgendwie hoch muss oder so, dann fahre ich nicht mit dem Aufzug. Bisschen Bewegung schadet nicht. Und so ein Stockwerk Treppe hochlaufen hat, glaube ich, noch niemand umgebracht. Wobei, wenn man stolpert, weiß man nicht. So, da haben wir die ersten zwei schon mal platziert. Da kommen dann kommt noch mal eine Lage oben drauf quasi. Deswegen haben wir hier, so viele Teile. Und das muss jetzt aber da hinten hin. Ja, und so ein kleines Gebäude und so viele Aufzugsschächte. Entschuldigung. So, die Stimme macht manchmal immer noch so ein bisschen Probleme, aber gut, wird schon. Okay, da wurde jetzt direkt alles draufgesetzt und bei dem anderen auch. Gut, ich habe gedacht, wir müssen eigentlich auch noch das, die zweite Lage oben draufsetzen, aber nein, muss man tatsächlich nicht. Ja, jetzt haben wir wieder das Problem, dass ich immer dort parke, wo das Spiel die ganzen Sachen verteilen möchte. Und ja, Betonpumpe, Betonmischer stehen jetzt wieder an der Stelle. Genau dort müssen die Deckenelemente hin. Genau dort. Es ist ja sonst kein Platz mehr auf dieser Baustelle. Oh Mann, das ist immer so ein bisschen... Ja, ich finde es ein bisschen störend, weil ich genau weiß, an dem ich die Deckenelemente platziert habe, muss ich wieder an die gleiche Stelle fahren, wo ich jetzt stehe, um dann die Teile zu betonieren. Das müsste das Spiel irgendwie anders lösen, dass es da alternative Ablageorte irgendwie hat, damit einfach sowas dann egal wäre. Wenn hier jetzt Fahrzeuge stehen, dann werden die Teile halt da zum Beispiel rechts hinter dem Gebäude hingelegt oder so. Das müsste das Spiel irgendwie frei entscheiden können. Wenn da auch Fahrzeuge stehen, gut, wenn dann an allen Alternativen, wenn man hier 3, 4, 5 Alternativen irgendwie platziert hat und man da irgendwie dann oder das Spiel dann keinen Weg finden würde, das zu platzieren, ohne dass ein Fahrzeug weggeparkt werden muss, dann könnte man es ja immer noch machen. Aber das Spiel hat halt irgendwie immer nur eine Position. Und das ist meistens die sinnvollste Position, mit dem Betonmischer und mit der Betonpumpe stehen zu bleiben. Dann hast du irgendwie immer das Problem, dass du umparken musst, um dann im nächsten Schritt wieder die Fahrzeuge dorthin zu stellen, wo du eigentlich schon gestanden hast. Das ist immer so ein bisschen ärgerlich. Naja, es gibt Schlimmeres auf jeden Fall, aber jammern auf hohem Niveau. Aber ich finde es halt trotzdem irgendwie ein bisschen blöd gelöst, dass du halt meistens gerade da, wo meine Maschinen stehen, vielleicht habe ich auch einfach nur das Talent für, dass ich immer dort parke, wo im nächsten Arbeitsschritt die ganzen Materialien ausgeteilt oder verteilt werden. Aber das ist halt schon, in der ganzen Kampagne war das so. Die Spaceport DLC geht es jetzt genauso weiter, dass ich immer dort stehe, wo die Materialien irgendwie ausgepackt werden. So. Aber diesmal schön große Deckenelemente. Ich muss mal überlegen, ob wir schon mal so große Deckenelemente hatten. Ich glaube nicht. Das ist dreimal so groß wie normalerweise. Also das ist schon ordentlich. Da geht's vorwärts. Da komm. Einmal anhaken bitte. Jawohl. Sind aber trotzdem erst bei 28%. Also da kommt noch einiges. Das hätte ich eigentlich gar nicht erwartet, weil laut Vorschaubild ist jetzt, glaube ich, nur noch so ein Stockwerk oben drauf oder so oder zwei, glaube ich, und dann Feierabend. Aber kann sein, dass wir jetzt die restlichen 70% da ungefähr nur noch betoniert sind. Ich weiß es nicht.
So. Dann nehmen wir da einfach noch die letzte Platte gerade mal auf. Das letzte Deckenelement platzieren wir auch noch an der Ecke. Und dann haben wir das auch schon fertig. Beziehungsweise dann geht's los mit dem Betonieren. Da muss ich dann gerade wieder die Betonpumpe platzieren, wo wir sie eben hatten, sehr wahrscheinlich. Weil ich gehe mal davon aus, dass der hintere Teil wahrscheinlich wieder fertig gemacht wird. Der vordere Teil im Auftragsumfang, Mittel müssen wir bestimmt selber betonieren. Genauso ist es. Das heißt, um da überall dran zu kommen, ist die sinnvollste Position, hier vorne wieder sich hinzustellen mit der Betonpumpe, wo wir eben schon gestanden haben. Genau. Ja. Das ist immer ein bisschen doof. Aber was ich cool finde, ist, dass hier diese Stahlstreben schon mal so angepasst wurden an die Gebäudekontur. Das finde ich immer ganz cool. So, wir stellen uns jetzt wieder hier so ungefähr mittig hin. So grob Modus wechseln, Klappe wieder auf. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich wieder Materialien verteilen oder so. Genau, jetzt fahren wir erst wieder ein bisschen hoch. Machen wir die Klappe auf. Jetzt kommen wir mit dem Betonmischer wieder da rückwärts dran gefahren. Genauso wie wir eben schon da gestanden haben. Und machen die ganze Geschichte weiter. Ich würde aber hier auch gerade mal den Betonmischer leeren und neu befüllen. Ja, ein Stück geht noch. So müsste eigentlich schon passen. Schalten wir das Gießen mal an. Genau. Passt perfekt, also wieder in die Betonpumpe und Material verteilen. Gut. Normalerweise müssten wir auch immer wieder drankommen. Wir hatten ja eben schon eine gute Reichweite eigentlich. Und ich glaube, die Betonpumpe, die wir hier benutzen, das war auch einer der längsten im Spiel. So, wir können natürlich noch ein bisschen weiter nach vorne. Dafür müssen wir einfach den kompletten Ausleger runterfahren. Genau, und dann schalten wir hier Gießen an. Legen wir los. Oh, wieder. Jetzt seht ihr es mal, wenn man so ein bisschen anheben möchte, sackt der ganze Klimpatsch immer erstmal ab. Und knallt immer kurz auf die Deckenelemente drauf. Hat der Ausleger immer so irgendwie Schwächeanfälle. Sobald man anheben möchte, sackt das wirklich extrem nach unten. Und auch wenn ich nur so ganz langsam nach rechts mich bewegen möchte, dann sackt er trotzdem immer so ein bisschen ab. Man muss voll gegensteuern und trotzdem kommt er immer tiefer. Jetzt gehen wir wieder ein bisschen in die Höhe, nochmal ein bisschen mehr eingelenkt quasi. Ist schon eine Herausforderung jedes Mal noch. Auch wenn man sich so an die Steuerung und so weiter von der Betonpumpe gewöhnt hat. Aber es ist doch immer noch ein bisschen schwer. So, wir sind bei 29% vom allgemeinen Kontrollzentrumbau. Ich glaube, wir hatten danach noch eine weitere Aufgabe, oder? Und dann geht es wahrscheinlich an den Bau von der Startrampe. Dann haben wir so die zwei Story-Kampagnen quasi da durch. Also beziehungsweise beide Personen durch, die uns hier durch die Kampagne durchführen. Und wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass es dann auch hier wie bei der normalen Kampagne nochmal eine Schlusskampagne gibt. Dass wir da dann die Startrampe erst bauen, weil die ist ja jetzt noch nirgendwo aufgelistet und so. Aber es steht auch noch keine Startrampe irgendwo. Deswegen, die müssen wir auf jeden Fall noch selber bauen, gehe ich mal davon aus. Und ja, das wird wahrscheinlich auch nochmal einiges an Arbeit dann werden. Und dann soll es ja theoretisch, beziehungsweise ist so angekündigt, dass man dann einen ja, sehr krassen Raketenstart irgendwie sehen kann. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf. Das ist eine sehr schöne Motivation, hier das alles fertig zu bauen und fertig zu machen, damit man dann diesen coolen Raketenstart sehen kann. Und dann bin ich mal gespannt, ob es wirklich mehrere Raketenstarts gibt. Man hat ja auch hier in der normalen Kampagne, das war ja auch ein DLC, das Airfield-DLC, glaube ich, war das. Konnte man ja auch einen Flugplatz bauen und da starten und landen ja auch ab und zu mal Flugzeuge. Ich meine, so eine Rakete startet jetzt nicht jeden Tag 10 Mal. Ja, aber
dass alle paar Tage mal so eine Rakete startet, so im Hintergrund, wäre eigentlich ganz cool. Oder ob es halt wirklich bei dem einen Raketenstart dann bleibt, das ist so die Frage. Aber vielleicht ist ja hier auch Fließbandarbeit, dass eine Rakete nach der anderen dann irgendwie da hingekarrt wird und dann ab ins Weltall. Man weiß es nicht so genau, keine Ahnung. Werden wir dann alles gegen Ende erleben wahrscheinlich. Ja, und man sieht's, die Schatten werden länger, es wird langsam wieder Nacht und wenn es Nacht wird, deutet sich so immer dann schon das Folgenende an. Ich würde jetzt aber in der Folge auf jeden Fall hier noch fertig betonieren. Ja, wir haben jetzt damit angefangen, das machen wir auch noch fertig. Auch wenn wir da noch einiges zu tun haben. Aber dann haben wir schon mal wieder Gutes erreicht. Wir haben das erste Stockwerk soweit dicht gemacht dann. Wir haben eine Decke draufgesetzt, wir haben die Wände betoniert. Ja, also es wird langsam. Es wird langsam. So, wir machen das hier hinten gerade nochmal ein bisschen ordentlicher. An den Aufzugsschächten ran. Ups, das ist die Treppe. Wir gießen gerade die Treppe aus. So, wie gesagt, eigentlich so hundertprozentig hier mit arbeiten muss man nicht, beziehungsweise so 100% genau. Wir spielen auf Arbeitsumfang oder Auftragsumfang Mittel. Da drückt das Spiel schon noch öfters mal die Augen zu. Da muss man nicht so 100% genau sein. Auf Auftragsumfang hoch muss man dann doch schon mal ein bisschen mehr auf so Sachen achten, weil sonst geht es einfach nicht voran. Aber ja. Aber mich würde mal interessieren eigentlich, wenn man jetzt hier wirklich alle Aufträge im Auftragsumfang hoch baut. Das Spiel hat ja angegeben, beziehungsweise dieses DLC, das Spaceport DLC hat angegeben, über 40 Stunden Spielzeit. Wie viel Spielzeit hatten wir denn jetzt schon mit dem Spaceport DLC? Bestimmt, wir hatten auch schon einige Stunden. Ich glaube 40 zwar noch nicht, aber dafür, dass wir im Auftragsumfang Mittel spielen. Und wir hätten noch lauter schöne Nebenaufträge eigentlich, die ich auch schon irgendwie gerne machen würde, aber irgendwie will ich auch mit der Story weiterkommen. Dass wir den Raketenstart auch irgendwann mal sehen. Würde ich schon feiern, wenn wir da vorankommen. Aber wie gesagt, wir hätten noch schöne, coole andere Aufträge. Zum Beispiel oben bei der Aussichtsplattform. Da kann man ja auch noch das eine alte, schäbige Gebäude abreißen, was anderes da hinbauen. Hier ist auch noch so ein altes, schäbiges Gebäude. Kann man bestimmt auch noch irgendwas anderes hinbauen. Bin ich mir ziemlich sicher eigentlich. Wäre schon schön, wenn man das so ein bisschen weiter ausbaut. Naja, wir kümmern uns hauptsächlich jetzt erstmal um die Story und dann, falls wir dann immer noch Lust haben, Bausimulator zu spielen, dann können wir ja immer noch diese Nebenaufträge mal angehen. Oder halt dann mit irgendeinem anderen neuen Projekt starten. Das ist ja immer so ein bisschen die Sache. Startet man ein neues Projekt, macht man ein altes Projekt weiter. Immer eine schwierige Entscheidung, muss ich zugeben. Weil einerseits, ja klar, die Views bei so einem alten Projekt, die sinken irgendwann. Das ist ganz normal, ganz normaler Verlauf, würde ich mal sagen. Ja. Aber es gibt auch immer noch dann treue Zuschauer, die einfach das Projekt weitersehen wollen, weiterhin sehen wollen. Denen wird es nicht langweilig, immer weiter gucken. Und ja, dann tut man so ein bisschen abwägen. Ja, wird es jetzt Zeit, mal was Neues zu starten? Oder spielt man das Alte noch weiter, weil ja ein paar treue Kanalmitglieder hier oder beziehungsweise Community-Mitglieder das Projekt noch weiterhin sehen wollen? Oder tut man immer so ein bisschen abwägen, wie die Interessen wahrscheinlich sind und so weiter und so fort, was jetzt interessanter wäre zu dieser Zeit, oder hat man selber noch Lust, ist ja auch mal so ein Thema. Ich sage ja immer wieder, ich bin eigentlich so ein Spieler, der braucht immer mal ein bisschen Abwechslung. Ja, jetzt Wochen, Monate lang irgendwie das gleiche Spiel spielen, ja, wird mir schnell dann zu langweilig. Wobei ich sagen muss, Emergency 20 mit der Lynchhead-Modifikation wird mir immer noch nicht langweilig. Spiele ich immer noch total gerne. Ich habe gerade dreieinhalb Stunden waren es, glaube ich, sogar Lynchhead aufgenommen insgesamt. Einfach am Stück wieder durchgesucht und ich hätte theoretisch immer noch weiterspielen können. Also, das wird immer noch nicht langweilig. Ja, aber ansonsten, so Spiele irgendwie werden, ja, stellenweise recht schnell langweilig für mich. Und dann ist halt auch immer so ein Punkt, wie sieht's aus mit den Views auf dem Kanal? Läuft das Projekt noch? Läuft es nicht so gut? Habe ich selber noch Bock auf diesen Titel oder quäle ich mich jedes Mal, das Spiel zu spielen? Und ja, tut mal immer so ein bisschen abwägen.
Ja, zum Beispiel GTA hatte ich ja auch beendet, nicht weil die Views irgendwie so schlecht waren oder so, sondern weil ich einfach die Lust an GTA verloren hatte. Das war dann so ein Projekt, da hatte ich selber für mich entschieden, ja, bringt ja nichts, wenn ich das spiele, habe eigentlich gar keine Lust mehr da drauf und das merkst du dann auch in den Videos ein bisschen und ja, muss man halt auch mal so ein bisschen abwägen. Ansonsten, wie gesagt, so Spiele, die halt eine Story haben, die spiele ich halt total gerne dann immer durch. Ja, solange sie nicht zu eintönig werden, spiele ich die immer gerne durch. Zum Beispiel hier Bausimulator. Klar, die Aufträge sind stellenweise auch sehr eintönig, wenn man stundenlang jetzt hier zwischen Betonpumpe und Betonmischer hin und her springt. Aber dann hast du andere Aufträge, die sind richtig cool. Da hast du mal einen anderen Verlauf von den Aufträgen. Zum Beispiel der Straßenbau, der letzte. Das fand ich mal total erfrischend, dass da mal ein Auftrag dabei war, der einfach so unglaublich schnell vonstatten ging. Das hat dann auch wieder so ein bisschen einen motiviert und Spaß gemacht, weil man so schnell einfach, ja, eine Belohnung verspürt hatte, einen Erfolg verspürt hatte. Und dann bist du wieder motiviert. Wenn du halt so große Bauten hier hast, dann bist du halt die ganze Zeit am Bauen, 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 Bauen und kriegst halt keine Belohnung für. So wirklich. Aber wenn du dann am Ende das fertige Gebäude siehst, dann denkst du dir so, ja, geil. Weiter geht's. Ab zum nächsten Gebäude. Ich will das nächste Gebäude auch fertig sehen. Dann hast du wieder Motivation. So. Hoppala, der Nupsi gerade an die Stahlstreben dran gestoßen. So, die letzten 5%. Ui, wieder an die Stahlstreben dran. Prozent, 99 und 100. Okay. Markierten Bereich räumen. Ich muss jetzt wieder da wegfahren, weil bestimmt wieder Deckenelemente oder so platziert werden, oder? Ich darf aber die Maschine nicht zuerst zurücksetzen, weil sonst steckt die in den Betonmischer drin und dann habe ich die Gefahr, dass ich wieder durch die Gegend fliege. Das wollen wir natürlich nicht. Also wir machen das Gießen gerade mal aus und parken einmal um. Und dann machen wir in der nächsten Folge aber damit weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Wir sind ja wieder gut vorangekommen. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Genau, falls ihr selber Bock habt, dieses Spiel zu spielen, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Könnt ihr euch günstig dieses Spiel kaufen und gleichzeitig den Kanal unterstützen. Genau, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy, tschüss.